Der 81. Part von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic ist angebrochen und wir haben im letzten Part hier diese Maschine deaktiviert und daraufhin ist diese riesen Phyraxaner gelangweilt. Und ich habe beschlossen, Leute, ich guck mal noch in diese Richtung, denn die Seebestie stand da gerade rechts dran. Es wird mir ja angezeigt. Jetzt ist der Koltosammler, da der Koltosammler zerstört ist, zeigt der große phyraxanische Hai keine Anzeichen von Feindseligkeit mehr. Er lässt euch passieren. Aber wenn wir das vorher versucht hätten, dann hätte er uns angegriffen. Okay. Es hat ihn einfach gestört, dass hier ein Koltosammler sammelt. Und wenn mich nicht alles täuscht, sieht das da hinten so aus wie eine von diesen Skulpturen, die eine Sternenkarte beinhaltet. Zumindest war das auf Kashyyyk, wo wir dieses eine Hologramm gesehen haben, war das eine ähnliche Konstruktion. Aha. Tagebuch, ein Tragobjekt erhalten. Gut. Wir haben Suche nach der Sternenkarte. Sternenschmiede. Du hast im Ozean von Manan eine der verschollenen Sternenkarten entdeckt. Sie ist ein weiteres Teil des Puzzles, aber noch ist deine Karte unvollständig. Wenn du die Sternenschmiede finden möchtest, brauchst du alle Sternenkarten. Das hatte ich mir auch gedacht. Aber das ist natürlich auch ein schöner Anblick hier. Gut, dann gehen wir jetzt mal zurück. Ich weiß nicht, ob wir zuerst zu Nolan und Sami zurückkehren sollen, um den Bericht zu erstatten. Ich wünschte nur, unsere Nyata könnte sich etwas schneller bewegen. Und im zweiten Schritt werden wir dann, also das ist mal mein Plan, wenn ich die richtige Luke erwische, im zweiten Schritt werden wir dann zu Candorous und zu Jody zurückkehren. Und wir können dann hoffentlich wieder an die Oberfläche und ich denke, wir könnten dann quasi zur nächsten Sternenkarte aufbrechen. Tempty, tempty, tempty. Yeah, yeah. So, ich glaube, auf der linken Seite müssten Sami und Nolan sein und rechts müsste sich Julie und Candorous befinden. Das seit dem letzten Part ehrlich gesagt aber nicht mehr so gut in Erinnerung. Wir testen das einfach aus. Wir gehen ab durch die Drücktür. Wir haben uns nicht geirrt. Gut, hallo Leute. Ich rede mit dir, weil du warst im letzten Part netter. Wir haben euch über die Kameras beobachtet. Die Maschine zu zerstören war für uns alle das Beste. Dieses Wesen, der phyraxanische Hai, der Wächter des Kolto oder was er auch sein mag. Er hat sich anscheinend beruhigt. Vielleicht könnten wir hier jetzt sogar raus. Wir bleiben besser hier und warten auf die Rettungstrupps. Danke, dass ihr euch richtig entschieden habt. Ja, das siehst du zwar anders, aber ich finde auch, wir haben uns richtig entschieden. Gut. Noch einmal unter... ins Wasser meine ich, nicht unter Wasser. Jawohl. Und wir begeben uns zur nächsten Drucktür. Und ich glaube, da warten Julie und Candorous. Und dann müssen wir erstmal den Weg zurückfinden zu unserem U-Boot, fällt mir gerade ein. Hallo Leute, was sagt ihr so? Nix. Gut, dann gehen wir weiter. Ich habe diese Feldkiste eigentlich schon geplündert. Nein, Plasmagranate. Gut, jetzt schaue ich mal auf die große Karte. Da ist, glaube ich, der Hangar, oder? Ja, das heißt raus, rechts und dann links. So, hier? Ah, Sicherheitskontrolle. Okay, nee, wir gehen raus. Tödliches Gitter? Nein. Unsere Kumpanen sind vergiftet.
So, jetzt sind sie nicht mehr vergiftet. Jetzt sind sie entgiftet. Nicht schlecht, wenn man die Macht hat, oder? Okay, da waren wir schon überall. Ja, aber sonst wird es uns ja auch nicht als besucht auf der Karte angezeigt werden. Genau. Ich hoffe zumindest, dass wir hier nichts mehr zu erledigen haben, Leute. Ausrüstungspaket. Haben wir das nicht? Doch, das haben wir doch schon, oder? Aber natürlich haben wir das schon. Gut, hier rein. Der eine Typ, der uns hier so panisch begegnet, das ist auch weg. Okay. Und wir steigen wieder ins U-Boot. Hallo, U-Boot. Mit diesem U-Boot kann man nach Aito City aufsteigen. Steigen wir auf, das U-Boot benutzen. Was für ein schöner Aufstieg. Gut. Oh, Roland, wann? Ihr seid zurück. Ich hatte schon Angst, dass ihr auch spurlos verschwindet. Also, habt ihr herausgefunden, was in der Raffinerie passiert ist? Die Selkaths sind durchgedreht. Eure Arbeiten haben etwas aufgeweckt. Ich sag, die Selkaths sind durchgedreht. Bitte? Was haben sie getan? Und warum? Sie haben beinahe jemanden in der Stützung getötet. Eure Arbeiten haben etwas aufgeweckt. Da unten? Im Riff? Das gibt's doch nicht. Ein riesiger Phyraxan-Hai, der alle Selkaths in den Wahnsinn getrieben hat. Das ist schrecklich. Die Operation ist an einer unvorhersehbaren Katastrophe gescheitert. Was ist mit der Anlage selbst? Gibt es Überlebende? Einige Wissenschaftler haben überlebt. Die Erdmaschine wurde zerstört, das ist das Wichtige. Nein, Nummer eins natürlich. Das ist gut zu wissen, wirklich gut zu wissen. Aber was ist mit der Anlage? Ist sie beschädigt? Die Erntemaschine wurde zerstört. Nein. Das ist schrecklich. Das wirft uns um Jahre zurück. Vielleicht kostet es uns sogar den Sieg. Obwohl ich froh bin, dass ihr unsere Probleme gelöst habt, frage ich mich, ob der Preis nicht zu hoch war. Aber ihr habt eure Arbeit getan und uns in Zeiten der Not geholfen. Dafür danke ich euch. Oh, und habt ihr eure Sternenkarte gefunden? Ja, das habe ich getan. Und damit habt ihr euch auch selbst geholfen. Vielleicht können wir ja wieder einmal zusammenarbeiten. Wäre schön. Oh, 3 Tagebucheintrag, Credits erhalten, 500, Erfahrungspunkte erhalten, 900. Objekte erhalten, Objekte verloren. Okay. Okay. Gut. Dann bin ich mir jetzt nicht sicher, haben wir noch irgendwas zu tun? Du liebin, du Kendall. Verschwundene Selkath. Na, weiß ich nicht. Oh. Okay, nee. Also weiß ich nicht, ob ich da noch irgendwas tun kann. Halt hier rauf. Hier geht's raus. Ja, Leute, ich brenne. Oh. Republikanische Botschaftstür zu. Ah. Oh nee, nicht schon wieder vor Gericht. Ihr werdet mich niemals liebend kriegen. Sehr wohl, ich werde mich nicht wehren. Ich habe nichts getan. Ja. Ich sag mal zweitens, sehr wohl, ich werde mich nicht wehren. Genau. Fängt euch jetzt nicht hier mit den Behörden an, zu kappeln. Nee, nee, nee.
Ich hoffe, ihr meint den Vertrag, dass die Republikaner heimlich an eurem Riff fördern dürfen. Lügen, die Sith wollten das Riff einstürzen lassen. Die Explosionen geschahen in der Forschungsstation, die unsere beiden Regierungen dort eingerichtet hatten. Ich sage zweitens, das ist nämlich die Wahrheit. Aha. Die Maschinerie hat einen riesigen phyraxanischen Hai aufgeweckt. Die ganze Station wurde verrückt. Lügen, der Sammler hat eine Fehlfunktion und ist explodiert. Ich lüge nicht. Nummer 1, die Maschinerie hat einen riesigen phyraxanischen Hai aufgeweckt. Moment. Hallo, wer hat denn behauptet, dass wir den getötet haben? Ich habe den Hai nicht getötet. Ich habe die Maschinerie zerstört, um ihn zu retten. Die Maschinerie machte alle verrückt. Ich habe die Maschinerie zerstört, um ihn zu retten. So sage ich das jetzt mal. Das ist der Bonnerkant.
Brustkampf liegt die Bordus Alvirus. Brust und Kinder den Finger. Brustkampf liegt die Bordus Alvirus. Brust und Solitamirist. Brust Fesion. Vergiss Brust und Dämmungsunde. Kinder den Finger. Hier Brust Fesion Bande. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr schön. Gut, ich bin da rein. Nein, da sind Candorous und Jolie. Ich hoffe, die kommen auch mit. Ja, sie kommen. Sehr schön. Und wir werden... Wohin, irgendwo hinschauen? Ach ja. Hier... hatten wir die ein oder andere Nebenmission. Was hast denn du nochmal von uns gewollt? Ah, ja. Nein, ich bin noch mit der Nachforschung beschäftigt. Ja, sie schickten sie zu einer geheimen Basis hinab, auf dem Hackathon liegt. Das sage ich ihm auch ganz offen. Denkst, dass die Republik versucht, das Kolto zu stehlen? Das wäre zumindest ungewöhnlich, oder? Das konnten sie nicht. Sie haben den Kontakt zur Forschungsbasis verloren. Haben eine Kreatur aufgeweckt, die sich vom Kolto ernährt. Ich habe die Station gesäubert, der Abbau durch die Republik ist zu Ende. Ich sag erstens. Kreatur lebt. Glaub mir, deine Vorgesetzten wissen das schon, Nico. Gut. Tagebucheintrag, Credits, Erfahrungspunkte, gut. Das war hier. So, ich würde sagen, wir haben hier wieder einen Punkt weniger, weil wir eine Mission erfüllt haben. Gut, Leute, dann würde ich aber mal...
Dann würde ich aber meinen, wir machen uns am Anfang vom nächsten Part auf zu einem neuen Planeten, welcher auch immer das sein mag. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch zu dieser Weiterreise dann begrüßen könnte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.